Ja, sehr geehrter Herr Schadrer, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Bundeswirtschaftsministerium zu dieser Konferenz Digitale Transformation. Und lassen Sie mich am Anfang eines sagen. Die entscheidende Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, ist, was verstehen wir eigentlich unter der digitalen Transformation? Weil auf vielen Kongressen und Veranstaltungen, auf denen ich unterwegs bin, sich eines zeigt, viele verstehen ganz Unterschiedliches unter dem Thema Digitalisierung. Die einen reden darüber, dass wir Breitbandausbau brauchen, die anderen reden über die Frage, welche Bedeutung haben Plattformen, die anderen reden über Industrie 4.0, die anderen reden über neue Geschäftsmodelle und Ähnliches. Und deswegen ist eine der wichtigsten Aufgaben für uns, ein gemeinsames Verständnis darüber zu entwickeln, was bedeutet Digitalisierung, was sind die Trends, was sind die Herausforderungen, aber auch bei allen Chancen, wo liegen eigentlich die Zielkonflikte in den nächsten Jahren und wie müssen wir uns auf diese Zielkonflikte einstellen. Und dabei gibt es immer eine Bemerkung, unser Leben und unsere Arbeitswelt wird sich sehr fundamental verändern. Das ist wahr. Weil die Digitalisierung eben eine Basisinnovation ist, die in den nächsten Jahren in allen Bereichen zum Tragen kommen wird. Das betrifft zunächst mal die Art und Weise, wie wir zukünftig wirtschaften werden. Weil Digitalisierung bedeutet zunächst mal eine umfassende, völlig neue Qualität von Vernetzung, etwa im Bereich der Produktion oder im Bereich der Dienstleistung. Damit werden Themen verbunden sein, dass wir unter dem Stichwort Big Data große Datenmengen generieren werden und aus diesen Daten werden sich neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und dabei wird es um eine Frage gehen, auch am Ende, wer ist eigentlich der Profiteur? Es wird um die Frage gehen, welchen Weg der Digitalisierung gehen wir? Wird er plattformgetrieben sein oder wird er zum Beispiel produktionsgetrieben sein? Manche tun schon so, als hätten sie schon die Antwort auf diese Frage. Ich glaube, diese Frage ist noch nicht beantwortet. Es wird um die Frage gehen, wie gestalten wir das so, dass am Ende die gesamte Gesellschaft sozusagen davon profitiert. Und es geht um die Frage, etwa, wie schaffen wir faire Regeln auf dem Markt, damit die digitale Transformation gelingt. Viele reden über disruptive Geschäftsmodelle, die plötzlich eine Rolle spielen. Ich übersetze mal, was disruptive Geschäftsmodelle auch bedeuten kann. Das kann nämlich bedeuten, dass Akteure oder Geschäftsmodelle auf dem Markt auftauchen, die am Ende des Tages sich nicht an Regeln halten müssen, an die sich andere halten müssen, um dadurch dann am Ende aber erfolgreich sein zu können. Das kann nicht die Antwort sein. Deswegen brauchen wir eine faire Balance zwischen der klassischen Produktion oder der Industrie oder der Servicewelt von heute und den neuen digitalen Herausforderern. Wir brauchen einen Ordnungsrahmen, der dieses gewährleistet. Und wir brauchen auch vor allen Dingen eines, wir brauchen Datensicherheit und Selbstbestimmung. Weil manches, was im Internet stattfindet, ich denke zum Beispiel an die Debatte und manchen Beitrag zur Flüchtlingsfrage, wo sich die Frage stellt, ist das eigentlich ein rechtsfreier Raum? Wie stellen wir sicher, dass Recht und auch Wertvorstellungen auch im Internet zum Tragen kommen? All das wird in einer Geschwindigkeit stattfinden oder findet in einer Geschwindigkeit statt, die atemberaubend ist. Wir alle kennen die Beispiele, dass es erst einige Jahre sowas gibt wie ein Smartphone oder andere technologische Instrumente. Und deswegen glaube ich, müssen wir eines organisieren. Wir müssen Lernpartnerschaften organisieren zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Weil, so zunächst mal meine These, niemand, selbst diejenigen, die in der digitalen Ökonomie arbeiten, heute schon wissen, was eigentlich die digitale Gesellschaft in 4, 5 oder 10 Jahren eigentlich ausmacht. Weil wir werden erleben, dass es beschleunigte Prozesse gibt und ich stimme zu, Herr Schadrer, wir werden in 4, 5 Jahren Berufsgruppen, zum Beispiel Berufsbezeichnungen haben, von denen wir heute noch nicht mal die Ahnung haben, wie eigentlich der Name dieser Qualifikation bedeutet.
Und wir müssen auch offen darüber reden, bei allen Chancen, wo gibt es Zielkonflikte. Zielkonflikte in der Gesellschaft oder im Arbeitsprozess. Und wir werden uns auf den Weg machen müssen, neue, intelligente Konsense zu entwickeln. Zum Beispiel beim Thema Arbeitszeit. Wir brauchen neue Flexibilitätskonsense, etwa beim Thema Arbeitszeit. Oder wir brauchen ganz neue auch Konzepte beim Thema Qualifizierung und vieles andere mehr. Das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und deswegen ist es gut, dass solche Konferenzen stattfinden, wo wir uns selbst vergewissern, wo wir uns miteinander austauschen, in welche Richtung das Ganze geht und wo wir auch definieren, wo die zentralen Handlungsfelder in den nächsten Jahren liegen. Ein Instrument, über das wollen wir heute diskutieren, das ist der Digitalindex. Das ist übrigens der 15., der heute sozusagen vorgestellt wird. Damit ist das ein wichtiges Instrument, eine Art Barometer oder ein Instrument, das uns erkennen lässt, wo stehen wir eigentlich auf unterschiedlichen Feldern und welche Schlussfolgerungen müssen wir eigentlich ziehen, damit wir den Weg auch in den nächsten Jahren sozusagen auch gestalten können. Und die Ergebnisse sind interessant, auch an manchen Stellen nachdenkenswert. Für mich war eine der wichtigsten und oder eine der interessantesten Zahlen, die nachher sicher noch mal präsentiert werden wird, dass auch bei Jüngeren zum Beispiel das Thema Online-Offline sehr bewusst inzwischen wahrgenommen wird. Es gibt einen wachsenden Anteil auch von Jüngeren, die sagen, ja, die Welt, ich bin gerne online, aber ich will auch offline sein. Und ich will mich dann entscheiden, wann ich online und wann ich offline will. Ich finde eine vernünftige Entscheidung. Manches in der Politik wäre leichter, wenn wir manchmal nicht online, sondern offline werden. Das würde vielleicht bei den Entscheidungsprozessen zu mehr Nüchternheit sozusagen führen. Also die Studie ist ein Gradmesser. Wo steht Deutschland gesellschaftlich in der Digitalisierung? Und zunächst mal gibt es erfreuliche Entwicklungen. Wir haben einen verbesserten Zugang zum Internet. Er hat sich etwa insgesamt in Deutschland um 1,8% verbessert. Und davon ist ganz entscheidend, dass es ein Plus von 5,3% gerade in ländlichen oder in kleinstädtischen Regionen gibt. Ich glaube, ein wichtiger Punkt. Auch im Bereich der Großstädte hat es eine leichte Verbesserung gegeben. Aber, und das gehört auch in die Gesamtbetrachtung dazu, wir hinken in manchen Bereichen, was etwa den Breitbandausbau angeht, noch deutlich hinterher. Wenn man etwa zum Beispiel die Breitbandnutzung in Ländern wie Korea und anderen mit der deutschen Realität vergleicht, so stellen wir fest, wir müssen noch einiges tun, um auf dem Weg voranzukommen. Und das Ziel 50 Mbit pro Sekunde im Jahre 2018 ist ein nettes Ziel, wird natürlich angesichts der Datenvolumina, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen, bei Weitem nicht ausreichen. Und deswegen müssen wir nicht über 50 Mbit reden, sondern wir müssen darüber reden, wie wir in den nächsten 10 Jahren Deutschland zum modernsten Breitbandstandort machen. Und das heißt, wir müssen in Gigabitnetze investieren. Und das heißt vor allen Dingen dann auch Ausbau von Glasfaser in den nächsten Jahren. Und vor allen Dingen auch eines, ja vielen Dank, kann man klatschen, das stimmt, Glasfaser in den nächsten Jahren. Und wir müssen auch darüber reden, dass wir beim Thema Breitbandausbau auch Schwerpunkte setzen. Schwerpunkte vor allen Dingen dahingehend setzen, dass etwa Gewerbegebiete im ländlichen Raum eine stärkere, eine höhere Priorität haben müssen beim Anschluss an breitbandiges Internet, weil da in zentralem Maße Wertschöpfung stattfindet, während, auch da gibt es ja Erfahrungen, breitbandige Angebote, die an den Markt gebracht werden sollen, von welchem Anbieter auch immer, nicht in dem Umfang von privaten Nutzern genutzt werden, wie sich das manche Telekom-Unternehmen sich sozusagen wünschen. Das heißt, das muss ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren sein, massiver Ausbau und Investitionen in die Infrastruktur, in den Breitbandausbau. Und dazu gehört auch, das will ich auch sagen, dass wir mal überprüfen,
ob denn unsere Instrumentarien etwa im Bereich der TK-Regulierung heute eigentlich einen Beitrag dazu leisten, dass Innovationen und Investitionen in den nächsten Jahren in dem Umfang an den Markt kommen, wie das eigentlich notwendig ist. Die Nutzung von neuen Angeboten wächst stark. Streaming plus 36%, Smart Home plus 13%, E-Health-Anwendung plus 56%. Das hört sich alles gewaltig an, gewaltige Steigerungsraten. Wenn man sich allerdings genauer damit beschäftigt, findet dieses Wachstum auf sehr niedrigem Niveau statt, weil Streaming nur von 21%, von Smart Home nur von 5% oder E-Health nur von 4% der Bevölkerung sozusagen genutzt wird. Das zeigt auch, welche Potenziale wir in den nächsten Jahren erschließen können und welche Möglichkeiten etwa bestehen. Nur ein Beispiel sagen, im Gesundheitsbereich geben wir im Jahr 315 Milliarden für unsere gesundheitliche Versorgung aus. Wenn es mit der Gesundheitskarte und mit einem vernünftigen E-Health-Gesetz wir einen Sprung nach vorne machen können, der besseren Datenaustausch, damit auch bessere Abstimmung zum Beispiel von Behandlungsergebnissen und Therapieformen zwischen einzelnen Akteuren im Gesundheitsbereich, das könnte gewaltige Potenziale der Verbesserung von Behandlungen, aber auch enorme Kostenpotenziale sozusagen in den nächsten Jahren sozusagen heben. Das ist nur ein Beispiel. Ich sage ein zweites Beispiel im Bereich der Energieversorgung, etwa durch die Dezentralisierung, die es etwa über die erneuerbaren Energien gibt, haben wir mit der Digitalisierung ganz neue Chancen, intelligent diese Systeme im Energiemarkt zu steuern und damit auch neue Geschäftsmodelle und intelligente Nutzung von Energie sozusagen voranzubringen. Aber wir müssen auch darauf schauen, dass wir dabei eines sicherstellen bei allen Themen. Das Thema Datensicherheit spielt dabei eine Schlüsselrolle. Wenn Sie auf Kongressen zum Beispiel mit Vertretern von KMUs reden, die den Weg in die Digitalisierung gehen wollen, so haben die vor allen Dingen eine Angst, dass ihr Know-how, das häufig in Produkten, also noch in der analogen oder der materiellen Welt stattfindet, und wenn dieses migriert wird in die digitale Welt, dass dort, wenn ihre Daten nicht gesichert sind, sie Wettbewerbsvorteile sozusagen verlieren oder sogar ihre Geschäftsmodelle verlieren. Und deswegen gehört Datensicherheit zu den Schlüsselfragen, denen wir uns in den nächsten Jahren werden stellen müssen, um auch die Akzeptanz bei den Nutzern, insbesondere auch bei den industriellen Nutzern, in den nächsten Jahren zu erhöhen. Die Nutzer, auch das gehört dazu, in Deutschland lassen sich in mancher Hinsicht nur zögerlich auf Neuerungen ein. Die Nutzungsvielfalt hat um 3,4% und die Offenheit um 1,7% nachgelassen. Auch das ein Ergebnis der Studie. Auch das könnte allerdings einen sehr einfachen Grund haben. Die Vielfalt der Angebote, die Vielfalt dessen, was es an technischen Möglichkeiten und Optionen gibt, ist heute bestenfalls noch von Experten zu überschauen. Deswegen, glaube ich, müssen wir auch für eines sorgen, dass wir gut informieren und dass es uns gelingt, die Menschen davon darüber zu informieren, welche Möglichkeiten eigentlich mit unterschiedlichen technischen Anforderungen möglich sind. Und auch das zeigt die Studie, ich will nicht zu viel vorgreifen auf Ihre Präsentation. Entscheidend ist auch, um Menschen zu erreichen, dass wir unsere Kommunikation überprüfen. Weil es hat sich auch dort ein bestimmter Jargon sozusagen etabliert, der nicht von allen verstanden wird. Manchmal habe ich auf dem einen oder anderen Kongress, sogenannten Fachkongress, den Eindruck, nicht mal von den Experten, die dort anwesend sind. Auch das gehört dazu. Weil wenn man mal schaut, welche Begriffe in der Bevölkerung ankommen bzw. verstanden werden, so zeigt sich, dass in einer Vielzahl von Bereichen es noch keinen wirklichen tiefgreifenden Kenntnisse oder
Verständnis oder überhaupt Erkennbarkeit von bestimmten Begriffen gewährleistet ist. Nur 20% der Befragten sind zum Beispiel intelligente Stromzähler ein Begriff. Wenn Sie nach Smart Meter fragen, was ja die englische Übersetzung von intelligenten Stromzählern wäre, wissen nur 6%, was damit eigentlich gemeint sind. Unter digitaler Verwaltung können sich immerhin 34% etwas vorstellen. Wenn wir über E-Government reden, gerade mal 11% der Bevölkerung, die sozusagen diesen Begriff identifizieren kann. Mit elektronischen Gesundheitsdiensten können 27% etwas anfangen, mit E-Health nur 6%. Und Industrie 4.0 im Übrigen, damit können 11% der Befragten etwas anfangen, Internet der Dinge 10% und Big Data 8%. Das zeigt auch, es gibt Nachholbedarf, es gibt Erklärungsbedarf, es gibt Erläuterungsbedarf und es gibt vor allen Dingen auch den Bedarf, begriffliche Klarheit sozusagen in unser System zu bringen, wenn wir die Menschen sozusagen erreichen wollen. Im Übrigen, das fordern auch die Nutzer selber. 85% der Bürger verlangen eine verständliche Sprache. Das ist eines der Top-Kriterien für sehr viele Nutzer. Und ich glaube, daran sollten wir uns auch orientieren. Was allerdings auch eine positive Entwicklung ist, ist doch das differenzierte Umgang der Bürgerinnen und Bürger mit der digitalen Welt. So sagen etwa 79% der Befragten, dass sie schon einmal bewusst Angebote im Internet ignoriert haben und stattdessen vor Ort im Laden gekauft haben. Damit zeigt sich auch, dass es ein differenziertes Nutzerverhalten gibt. Im Übrigen auch in der Studie habe ich gesehen, der Onlinehandel ist sozusagen rückläufig in ihren Messungen, was die Nutzung bei den 30.000 Befragten angeht. Das zeigt die große Vorstellung, zukünftig würden wir alles nur noch online machen. Ich glaube, ich bin dort skeptisch, sondern es wird... Was ist das denn Schönes? Hallo? Hallo? Was ist das denn? Wer beglückt uns denn da? Es ist auch digitale Welt, man weiß gar nicht, woher die Signale kommen. Und das zeigt auch, dass für viele eben Digitalisierung kein Selbstzweck ist und dass wir daran arbeiten müssen, dass wir bewusste Entscheidungen treffen. Bewusste Entscheidungen darüber, was wollen wir nutzen, was wollen wir nicht nutzen, wann wollen wir online sein, wann wollen wir offline sein. Das sind alles bewusste Entscheidungen, die wir auch treffen müssen und wo es auch darum geht, auch so etwas wie digitale Kompetenz in der Gesellschaft zu etablieren, weil das die Voraussetzung dafür ist, bewusste Entscheidungen auch treffen zu können. Der Digitalindex zeigt aber auch, dass Datenschutz und Umgang mit personenbezogenen Daten weiter ein ganz zentrales Thema in der gesellschaftlichen Debatte ist. Zwar ist der Anteil der Menschen, die das Internet wegen Datenschutzbedenken nicht nutzen, im letzten Jahr wieder zurückgegangen auf 40% gegenüber, das war der Spitzenwert, 78% im Jahre 2014. Das mag damit zusammenhängen, dass die Snowden-NSA-Debatte vielleicht nicht mehr so im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit steht. Aber das Bedürfnis nach Datenschutz ist hoch. 84% der Befragten lehnen den Zugriff auf persönliche Daten im Tausch für einen Service einer App ab. Gleichzeitig nutzen und schätzen die allermeisten Menschen digitale Dienste immerhin 77,6%. Davon wären allerdings nur 35% bereit, einen bislang kostenlosen Service zu bezahlen, wenn die persönlichen Daten nicht weitergeleitet werden. Da zeigt sich eine gewisse Ambivalenz auch in unserem persönlichen Verhalten.
Und ich glaube in der Tat, eine der Zukunftsfragen wird sein oder könnte sein, dass es Geschäftsmodelle geben könnte, die dann gegen Aufpreis zum Beispiel die Nutzung von persönlichen Daten sozusagen unterbindet. Die Frage ist, wollen wir das oder muss das nicht eine der zentralen auch Regulierungsaufgaben in den nächsten Jahren sein? Das heißt, auch hier Datenschutzkompetenz ist eine Schlüsselfrage für die nächsten Jahre. Jeder muss entscheiden können, wie er die Nutzung seiner Daten zulässt. Er muss Datenhoheit behalten, wenn seine persönlichen Daten betroffen sind. Ich halte das für eine der Schlüsselfragen für die nächsten Jahre. Wir brauchen also für die Wirtschaft und Gesellschaft Grundsätze einer sozialen Datenökonomie, die Schutzstandards erhält, Innovation ermöglicht und Wertschöpfung in Deutschland und Europa hält. Und dazu gehört auch, dass wir in Europa auch politikfähig bleiben, nämlich dadurch, dass wir europäische Regeln aufbauen und europäische Entscheidungsprozesse dahingehend treiben, dass es schnell so etwas wie einen europäischen digitalen Binnenmarkt gibt, weil das die Voraussetzung ist, auch in den nächsten Jahren überhaupt Schritt zu halten mit Anbietern oder mit Entwicklungen in Amerika, China und vielen anderen Teilen der Welt. Nur ein großer Markt und gemeinsame Regeln wird dazu in der Lage sein, dass Innovationen und Investitionen vorankommen und die wir dringend brauchen, um im Wettbewerb, zum Beispiel in der Triade zwischen China, Amerika und Europa bestehen zu können. Das Thema digitale Arbeit ist auch eine Kerngröße, weil auch Arbeitsprozesse und Qualifikationsanforderungen im Arbeitsbereich werden sich sozusagen extrem verändern. Wir brauchen völlig neue, zum Teil völlig neue Berufsbilder, wir brauchen neue Qualifikationsmuster, aber wir brauchen vor allen Dingen auch eines, dass gezielt in den Unternehmen auch digitale Kompetenzen entwickelt werden. Da zeigt die Studie allerdings eines, dass dieses nicht systematisch und umfassend erfolgt. Weil wenn Mitarbeiter befragt werden, wie sie eigentlich sich ihre digitale Kompetenz am Arbeitsplatz aneignen, so sagen 79% immer noch ausprobieren. Also learning by doing. Dann als zweiter gefolgt von Hilfen durch Freunde, immerhin 68%. Und Schulungen und Weiterbildungsangebote des Arbeitgebers, gerade mal 43%, das ist Platz 6 sozusagen in dieser Liste. Und das zeigt, dass wir daran systematisch arbeiten müssen, dass Qualifizierung, Schulungen stattfinden, um die Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den nächsten Jahren auch wirklich entwickeln zu können. Digitalisierung ist die große Herausforderung. Sie wird darüber entscheiden, ob wir in Deutschland, in Europa wettbewerbsfähig sind, ob wir in der Lage sind, die Transformation wirklich gezielt voranzubringen, damit auch Beschäftigung zu sichern, Innovationen voranzubringen. Das wird eine Aufgabe sein. Und ich will nochmal den Gedanken der Lernpartnerschaften aufnehmen, weil es gehört dazu, dass wir gemeinsam an diesem Thema diskutieren und arbeiten. Das Bundeswirtschaftsministerium, trotz ihrer hervorragenden Mitarbeiter, ist nicht im vollen Umfang in der Lage, jedes Detail der Digitalisierung zu jedem Zeitpunkt, und zwar zeitnah, zu erfassen. Im Übrigen gilt das auch für andere Akteure am Markt. Und deswegen glaube ich, ist es gut, dass wir Strukturen etwa wie die Industrieplattform 4.0 geschaffen haben, wo es genau darum geht, die Vernetzung zwischen den Wissensträgern voranzubringen, gemeinsame Arbeiten und gemeinsame Handlungsfelder zu definieren. Das ist die Voraussetzung, dass wir erfolgreich sind. Ich wünsche der Konferenz viel Erfolg, interessante Debatten, auch Kontroversen, weil ich glaube, auch über Kontroversen
Nur über Kontroversen, nein, nicht nur, aber auch über Kontroversen müssen wir die Dinge adressieren, die in den nächsten Jahren von Bedeutung sind. Nur über Kontroversen können wir auch Handlungsfelder identifizieren und zu vernünftigen Lösungen kommen, damit wir die Digitalisierung in Deutschland in den nächsten Jahren erfolgreich gestalten können. Das wird eine der Kernaufgaben sein. Ich wünsche der Konferenz viel Erfolg, gute Ergebnisse und vor allen Dingen das ein oder andere, dass wir als Bundeswirtschaftsministerium mitnehmen können und auch in unsere Arbeit bei der Gestaltung der Digitalisierung aufnehmen können. Herzlichen Dank und Glück auf!